Ein Anfang. Und auch das Ende. Wahnsinn, was Nintendo sich alles erlaubt. Das ist einfach nur gottlos, einfach nur bodenlos. Es ist einfach eine Schande. Eine Schande von einem Level. Eine Schande von einem Level. Da, 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 da. Willkommen, liebe Freunde, willkommen zum vorletzten Part oder vorvorletzten Part, aber ich glaube eher vorletzten Part würde ich jetzt an dieser Stelle sagen. Denn wir haben zwei Welten vor uns und in diesem Part wollen wir Welt 7 hier durchspielen. Wir wollen die Red Coins endlich alle sammeln, den Highscore überall knacken, die Yoshi-Eier überall finden und das machen wir in diesem Part und im nächsten Part. Ich weiß nicht, ob ich noch einen übernächsten Part bringe wegen dem Fotoalbum oder ob ich das hier in dem Part mit reinpacke, wo ich noch diese Welt behandeln werde. Das kann ich euch noch nicht sagen, aber auf jeden Fall wird das irgendwie vervollständigt werden. Ich weiß noch nicht wie. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen, wenn es soweit ist, beziehungsweise wenn ihr euch bereits das fertige Let's Play anschaut oder angeschaut habt, dann wisst ihr ja sowieso Bescheid. Dann ist es sowieso egal, was ich hier gerade sage. Aber trotzdem wollte ich es hier nochmal an der Stelle erwähnen, für den Fall, dass ihr das so verfolgt, wo ich Stück für Stück die Parts alle veröffentliche. Für die Leute halt, ne? Für die Leute. Ansonsten machen wir mit Welt 7 weiter und mal schauen, ob wir es schaffen, hier in den Highscore zu knacken, ob wir überhaupt hier was reißen können. Und das war der falsche Knopf. Man kennt ihn. So, ja, 32.000 Highscore, erscheint mir so, als ob sich das Yoshi in der Nähe des Ziels befindet. Ja, ich habe mittlerweile einen kleinen Spickzettel hier. Ich mache auch kein Geheimnis draus. Weil das will ich mir zumindest bewahren. Oder den Schmerz, den Stress möchte ich mir bewahren. Okay, erster Red Coin. Ist ja mittlerweile nichts Neues. Okay, let's see. Nein, bitte. Warte, das will ich aus. Ich wollte sowieso das Level neu starten, weil sich oftmals Red Coins innerhalb von solchen Coinblöcken befinden. Das heißt, du musst mindestens zehnmal den Block treffen, damit die Red Coin rauskommt. Aber man weiß es nicht hundertprozentig. Ja, wie soll man das denn schaffen? Ja, Leute. So viel zum Thema Easy Peasy, ne? In 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wie soll das gehen? Wie soll das verdammt nochmal gehen? Sorry. Aber das triggert mich gewaltig, wenn hier wirklich eine Red Coin drin ist. Man, ich kann ja versuchen, sie zu überspringen und schauen, ob ich sie sonst anders finde. Aber, ne? Ich habe die Befürchtung, weil es immer anspruchsvoller wird, dass man sich auch solche Orte aussucht, damit man dort Red Coins versteckt. Danke. Danke. Du tolles Spiel. Danke, Nintendo, dass ihr so ein großartiges Spiel entwickelt habt. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich bin echt froh. Wisst ihr, wie froh ich bin, dass wir schon fast am Ende sind? Wisst ihr, wie froh ich bin? Weil das Einzige, was mich hier auffällt, ist die Tatsache, dass ich Red Coins suchen muss. Jetzt könntet ihr meinen, ja, warum machst du das nicht genauso wie beim Yoshi-Ei? Ja, ich will natürlich selber für mich herausfinden, wie weit ich es schaffen kann. Abstand. Bum, 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 bum
keine Ahnung, wo sich die Redcoin befindet. Keine Ahnung. Hier nicht. Ja, okay. Wie viel? Die vierte? Die vierte Redcoin befindet sich hier? Das ist echt nicht mehr human. Und lustig finde ich das schon lange nicht mehr. Ja, ganz toll. Ach komm, lass mich doch, lass mich doch. So, erster Redcoin. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tatsächlich, hier war eine. Das ist die zweite. Befindet sich hier die... Nee, die dritte befindet sich hier nicht. Das hätte ich mir sparen können. Ja, die habe ich übersprungen. Man kennt ihn. Ich meine, hier ist das Yoshi-Ei. Oder auch nicht. Was ist denn das Yoshi? Hä? Ah, okay. Wollte ich gerade sagen. Ja, die letzte Coin müssen wir uns nochmal anschauen. Die letzte Coin müssen wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen, weil das ist irgendwie ganz, ganz strange. Highscore könnte man theoretisch gesehen schaffen, aber ich werde mir jetzt kein Urteil mehr darüber erlauben. Weil ich lag so oft schon falsch. So, ein Yoshi-Ei immerhin. Ein Anfang. Und auch das Ende. So, die zweite Coin. Und dann hier rein. Und tatsächlich ist hier eine ganz fiese Stelle. Auf die wäre ich niemals gekommen. Wirklich, in 10 Jahren wäre ich nicht darauf gekommen. In 10 Jahren nicht. Das kannst du doch niemandem weismachen. Oh nein, oh nein, oh nein, nein. Weg mit euch, weg mit euch. So, so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you.
Okay. Sehr gut. Das Ziel und zack. Oh Gott, Leute. Das kannst du doch niemandem weismachen. Und ich befürchte, der Highscore ist bodenlos. Na gut. Ach, das Level habe ich schon geschafft. Stimmt, das Level habe ich ja schon geschafft. Oh Gott. Das ist so stressig gewesen. Es ist so stressig gewesen, dass ich gar nicht drauf geachtet habe. Das ist fies, das ist absolut fies. Okay, fertig hier, ich hab hier fertig. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kennen wir mittlerweile das Prozedere. Dann noch das hier. Und dann noch das hier. Na. Man sieht's hier, man sieht's hier. Okay. Oh, oh ja. Brauche ich nicht. Bereits für dich. Kann ich nicht gebrauchen. Zumindest jetzt nicht mehr. Okay. Sehr schön. Einmal dich. Dich. Kümmern wir uns direkt um die. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, und zack. Oh nein. Wie viel waren es nochmal? 30.000? 32.000? 32, oder? Bitte sag 32. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Ihr wollt nicht wissen, wie lange ich daran gesessen habe. Ihr wollt es nicht wissen. Okay? Fragt nicht nach, okay? Hauptsache, ich hab's geschafft. Aber ich kann euch auf jeden Fall was sagen. So viel sagen. Das ist schon bodenlos. Das ist einfach bodenlos. Aber geht's jetzt bodenlos weiter? Ich weiß es nicht, liebe Freunde. Und nicht schon wieder eins dieser Level. Okay. Okay. Meine Güte. Oh Mann. Das ist einfach nur noch geisteskrank. Hier oben, ne? Hier.
hier. Aufpassen, 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 aufpassen! Oh Gott! Du wirst da regelrecht runtergezogen. Help me, please. Ich kann einfach nicht mehr. Ach so! Ja, das ist ja easy, ne? Das ist doch easy! Ironie aus! Das war Ironie. Nein! Du verdammter Cheep Cheep! Hier, ne? Oh Gott, nein. Oh Gott. So, hier ist das Yoshi-Ei. Ich bin ein bisschen still, wie man sehen kann oder hören kann. Weil ich schon ein kleines bisschen Konzentration benötige. So, Thema Highscore. Keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Ich kann's euch nicht sagen. Ja, kein Wunder, ne? 24.000. Diese Wasserlevel Highscore-technisch zu schaffen, ist sowas von schwierig, sowas von zäh, dass das einfach nur noch unmenschlich ist. Ganz toll. Ja, fehlt uns das große S. Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jetzt aber! Yes! Jetzt muss aber klappen! Come on! Please! Yes! Oh Gott! Was ist das für ein bodenloses Level? Ein gottloses Level! Ja. Mit dem Level sind wir durch. Und meine Psyche ist auch schon fast durch. Wir haben gerade mal Halbzeit. Goodness. Und ich weiß nicht, ob wir tatsächlich es schaffen, diesen Highscore voll zu bekommen. 28.000. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich habe vom Tuten und Blasen keine Ahnung mehr. Ich bin total weg. Ich bin total weg. Ich bin einfach nur noch ein Fall für die Klapse. Ungelogen. Oh, hätte ich den jetzt nicht bemerkt. Ja, aber der Moment kommt noch. Der Moment kommt noch, liebe Freunde. Ich wiege mich hier nicht in Sicherheit. Kann mir jemand sagen, wo die Red Coins sind? Oder sind sie jetzt alle auf einmal zu finden? Weil ich sehe sie nicht. Okay. Verstehe ich nicht. Muss ich vielleicht auch nicht verstehen.
Ja, 28.000. Klingt jetzt erstmal einfach. Ich glaub's aber jetzt erst, wenn ich sehe. Okay, Yoshi-Eier haben wir hinter uns. Highscore. Habe ich leichte Zweifel. Habe ich wirklich leichte Zweifel, dass ich das so schaffen würde. Ach, schau einer an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Was? Da muss auf jeden Fall ein unsichtbarer Block sein. Da muss ein unsichtbarer Block sein. Wahnsinn. Wahnsinn, was Nintendo sich alles erlaubt. Das ist einfach nur gottlos, einfach nur bodenlos. Es ist einfach eine Schande. Eine Schande von einem Level. Eine Schande von einem Level. Es ist das geächtete Level. Ganz genau. Der geächtete. Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nee, komm, 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 komm. Nein. Ohne Flachs jetzt, Leute. Die Cheap Cheeps, die drehen jetzt vollkommen durch. Die drehen vollkommen durch jetzt. Ach so. Wait a second. Nein. Nein. Das weißt du doch vorher nicht. Ja, Highscore. Kennen wir. Ist sogar 300 weniger als sonst. Ich wusste das die ganze Zeit nicht, Leute. Ich hatte das die ganze Zeit nicht gewusst. Komm, egal, egal. Immerhin alle Coins. Immerhin alle Coins, aber was willst du machen? Als nächstes kommt der Highscore. Der heißgeliebte Highscore, den muss man lieben. Wie, den liebt ihr nicht? Ich hab den ganz doll lieb. Das ist das Beste am Spiel. Genauso wie die Cheap Cheeps, die einen abknutschen wollen. Kriegen wir das jetzt hin? Jetzt, okay. Okay, alles klar. Ende gut, alles gut. Ich bin wirklich froh, dass wir es hier endlich hinter uns haben. Ich will das Level nicht mehr sehen. Ich kann das Spiel auch nicht mehr sehen. Dank dieser Challenge. Alles andere war irgendwie noch machbar, aber das hier... Das ist was ganz anderes. 16.000? Oh nein. Wow.
Okay, seht ihr jetzt den falschen Weg? Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Natürlich. Das ist der Vorteil bei diesem Castle. Alles gut. Weg ist zwar falsch gewesen, aber das macht mir nichts. Okay. Nein, sag nicht, die Redcon ist wieder bei Bowser. Doch. Meine Güte. Wie soll ich die 16.000 denn schaffen? Ja, wahrscheinlich schnell. Man muss schnell sein. Man muss schnell sein. Ja, okay. Gut, dann probieren wir es nochmal aus. Ja, hier. Gut. Gut. Oh mein Gott! Gut. Sehr gut. Okay, das hat auch noch ausgereicht. Glücklicherweise. Man muss einfach schnell sein. So, haben wir geschafft. Sehr gut. Und außerdem der gute Yoshi. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Sagenhaft, was hier passiert. Sagenhaft. Okay, Leute. Wir haben fast alles zu 100% geschafft. Das ist Wahnsinn. Ihr wollt nicht wissen, wie lange ich gebraucht habe. Aber wie gewohnt, natürlich die geschnittene Version. Ich weiß, es nervt, aber hinter solchen Parts, vor allem dieser Challenge vor allem, steckt sehr viel Mühe drin. Für mich persönlich zumindest. Aber vielleicht ist es für euch ein Spaziergang im Park. Kann auch sein. Will ich gar nicht verleugnen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob wir das, die 100.000 schaffen werden. Muss ich mal schauen, ob ich vielleicht in den vorangegangenen Leveln vielleicht noch ein bisschen den Highscore knacken kann. Das werden wir nochmal sehen. Ob ich vielleicht noch doch letztendlich eine Ehrenrunde drehen muss. Ich hoffe nicht. Wir werden sehen. Zumindest werden wir das hier alles zu 100% knacken. Darauf könnt ihr einlassen, wirklich. Darauf könnt ihr einlassen. Das wird zu 100% hier durchgespielt. Nur den Totalscore weiß ich nicht, ob ich das noch schaffen werde. Aber wir werden sehen, Leute. Und ich würde mich natürlich auf jeden Fall über ein Like freuen. Das wäre natürlich so eine Art Unterstützung, Support für mich. Und ansonsten, wenn ihr gerne mehr sehen wollt, gerne den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Und natürlich auch die Playlist favorisieren, denn in manchen Fällen sendet YouTube einfach keine Benachrichtigungen. Keine Ahnung, was sich YouTube dabei denkt. Wobei, obwohl es diese Benachrichtigungen gibt, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht erklären. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht allwissend. Ich weiß nur, das könnt ihr machen. Playlist favorisieren und zwischendurch mal vorbeischauen. Also zwischendurch mal in die Playlist reinschauen und sehen, ob vielleicht der eine oder andere neue Part dazugekommen ist. Dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Und seid up to date. In diesem Sinne, Leute, haltet die Ohren steif, bleibt gesund, macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao.